herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, wir haben noch vor dem Feuerwerk, wir haben noch vor Weihnachten. Nein, wir haben nach Weihnachten, aber es ist knapp und ich habe noch Energie. Wenn man weiß, was einen erwartet. Eigentlich überhaupt nicht witzig, ne Mama? Na gut, es ist Schnuppe, denn es ist die Zukunft, die da auf mich zukommt und die Zukunft kann ich eh nicht ändern. Und ich weiß ja nicht, was passiert. Spannung. Ja, wir hatten gerade vor kurzem erst Weihnachten. Ich hatte ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich war mit meinen Eltern zusammen und meinen Großeltern. Es gab unglaubliche Christfondue. Ich habe wunderschöne Geschenke bekommen. Sollte ich eigentlich meine Geschenke noch zeigen? Okay. Mama sagt, nö, also nichts damit, Geschenke zeigen. Wäre eh nicht so viel zum Zeigen gewesen. Ja, ich habe Leo schöne Geschenke gemacht. Er hat von mir Karottenchips bekommen. Das ist so Hasenkarotten-Dänerchips und Bananen-Dänerchips und Nüsse. Die mag er gerne. Ja, und dadurch, dass wir uns jetzt schon eine Weile lang nicht gesehen haben, könnt ihr das natürlich nicht wissen, aber ich habe ein paar neue Sachen probiert. Und ich würde euch jetzt einfach mal so ein paar Sachen zeigen. Ich muss euch aber nur vorwarnen, ich bin Königin des Käses und ich liebe Käse. Und ich habe einige neue Käsesorten probiert und da wollte ich euch jetzt einfach so meine Top-Käsesorten zeigen. Also zum einen habe ich den hier jetzt probiert, Zeppelin-Käse von Omira. Und der ist unglaublich gut. Also ich dachte erst, das sei halt so ein Käse, der sei ganz lasch und so ein bisschen wie Butterkäse. Aber es ist eher so wie Bergkäse und den habe ich hauptsächlich gekauft, um den Käse, den ich halt über Weihnachten gekauft habe, den habe ich nicht alles bekommen, zu verlängern. Und ja, also inzwischen verlängere ich den da mit meinem Käse. Also der hat sich bewährt nach kurzer Zeit. Einziger Nachteil, wenn man den aufmacht, stinkt der Kühlschrank zum Davonlaufen. Es ist nicht schön. Es ist einfach wirklich nicht schön. Es ist grauenhaft. Nicht schön. Ja gut, dann den hier. Und ich werde mich hüten, den Namen auszusprechen, weil den kann man nur falsch aussprechen. Ich nenne den immer La Rustie. Weil es eigentlich so ein Raclette-Käse ist und ich bin mir da nicht sicher, wie der wirklich heißt. Also den gibt es so als Scheiben, aber den gibt es auch noch in einer ungefähr so großen Packung und das ist dann richtiger Raclette-Käse, aber sehr dick geschnitten und ich fand, der ist super lecker, der ist auch gut. Er ist nicht sehr würzig und er muss wirklich heiß sein, damit er seine Aromen richtig entfalten kann. Aber er hat auch eine Schwäche in meinen Augen, nämlich dadurch, dass er so dick ist, braucht er auch viel zu lange. Ja, aber er ist gut. Und für mich ein Highlight an dem Kauf ist, ich habe die letzten Scheiben bekommen. Ich habe die letzten 3 Packungen habe ich mitgenommen. Normalerweise ist es immer so, dass ich um die Weihnachtszeit sind diese Sachen immer ausverkauft. Und jedes Jahr stehe ich dann da und hätte gerne noch Raclette-Käse und es gibt ihn nicht mehr. Und dieses Jahr war ich Stil ausgekauft hat. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob es das in jeder Apotheke gibt, aber das gibt es bei uns in der Apotheke, auch sehr günstig noch, diese Bonbons. Ich muss sagen, ich bin total begeistert. Also geschmacklich sind die super, sie sind zuckerfrei. Und ich hatte vor ein paar Wochen so mal so ein bisschen eine Erkältung. Ich habe mich echt den ganzen Tag lang angehört, wie so Darth Vader trifft auf, wie heißt der jetzt? Du Mama, wie heißt dieser Sänger mit der unglaublich tiefen Stimme? Ja, der auch bei We Are The World mitgesungen hat. Och, jetzt warte mal. Bruce Springsteen. Ja, genau, wie der. So eine Mischung aus Bruce Springsteen und Darth Vader trifft auf das Ding aus einer anderen Welt. Also ich habe mich wirklich so angehört, also ich war wirklich richtig. Also als ich meine Großeltern angerufen habe, hat mein Opa gefragt, wer ist denn der Herr am Telefon? Das hat mich total geschockt. Ja,
Egal. Und ich habe das innerhalb von 24 Stunden, ich habe eigentlich nur diese Bonbons genommen und da war es dann wieder weg. Also scheint auch irgendwie heilmäßig was zu tun. Kann ich nicht beweisen, aber ich habe es da so bei mir so in der Nase. Es ist so wie vom Prinzip, wie ich habe es da im Urin. Aber ich wollte jetzt nicht Urin sagen, weil Urin will ich nicht mit Bonbons in Verbindung bringen. Aber ich spreche es trotzdem aus und bringe es somit doch wieder in Verbindung. Also, ja, dann nochmal so eine tolle Sache sind die hier. Das sind Xylitol. Kaugummis. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also ich für meinen Teil, ich liebe die mit Zimt. Aber ich muss zugeben, ich bin allgemein total die Zimtesserin. Also ich liebe Zimt in jeder Form. Da bin ich wirklich, da habe ich eine Schwäche. Gebe ich auch zu. So Zimtsirup, Zimt an sich. Ach egal, alles was zimtig ist. Die sind auf jeden Fall sehr gut. Aber es gibt die auch noch in anderer Form. Und zwar so. Die sind auch sehr gut. Das sind jetzt von meiner Mutter die mit Pfefferminz. Die sind Spearmint ist Pfefferminz, ne? Ja, Pfefferminze. Und die sind auch sehr gut. Ich nehme die immer sehr gerne, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich unfrisch bin im Mundraum und irgendwie was danach gegessen habe. Und dann sind die immer sehr gut, so als ja, einfach als wieder Frischmacher, könnte man so sagen. Oh, jetzt habe ich meinen Knobi vergessen. Egal. Ja, und das sind so die Produkte, die ich zurzeit probiert habe, die ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen kann und die ich auch gerne weiterempfehle. Was ich erst heute probiert habe, ist das hier. Ja, auf jeden Fall. Darüber kann ich Folgendes sagen. Ich habe die probiert, weil mein Papa hat mir, bevor er gegangen ist, gesagt, bring mir auch was Leckeres, Fleischiges mit. Ich als Vegetarierin dachte mir dann nur so, schlicht und ergreifend, und habe dann mir überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gestern oder so ein Video gesehen, wo einer die gefuttert hat. Und da habe ich mir gedacht, wenn Papa will, dass ich ihm was Fleischiges mitbringe, als Vegetarier, mache ich das doch. Aber ich mache es auf Vegetarier-Style und bringe ihm etwas Fleischiges ohne Fleisch mit. Und dann habe ich ihm die mitgebracht und dann haben meine Mom und ich die gemacht. Und das allein war schon wieder so eine Nummer, wo ich mir gedacht habe, damit könnte man erstmal ein stundenlanges Fernsehprogramm füllen. Allein mit dieser Situation. Weil meine Mutter hat die große Pfanne genommen, wollte die große Pfanne. Ich wollte die kleine Pfanne, also haben wir die große Pfanne genommen. Dann hat meine Mutter das Butterschmalz reingemacht. Dann hat sie die ganze Zeit immer die Dinger reinlegen wollen, während das Schmalz noch nicht verschmolzen ist. Da habe ich immer gesagt, nein, Mama, lass mal nicht, dass es da nicht fertig ist. Es ist vegan. Und nur weil vegan drauf steht, traue ich der Geschichte schon mal nicht. Und dann hat sie so gemeint, dann haben wir ewig gebraucht und dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich's. Und dann hab ich so gefallen, war ich voll heroisch und habe mich hingestellt, habe die in die Pfanne rein und alles. Und habe ich die ums Verrecken nicht dazu gebracht, sich umzudrehen. Und dann musste ich wieder, dann war so, Mami, kannst du mir meine Dinger umdrehen? Ja. Und dann haben wir es probiert. Und wir haben schon Schlimmeres probiert. Wir haben auch schon Besseres probiert und ja, man kann es schon mal wieder essen, wenn man sowas, wenn man so Lust drauf hat. Aber ist jetzt nicht sowas, wo ich in meinen Alltag integriere. Aber es war einfach mal sowas, wo ich sagen würde, probieren kann nicht schaden. Und ein Tipp, ich fand die unglaublich salzig. Oh. Weißt du, Mama? Dieser Moment, wenn dir Lenchen entfiehlt, probiert's doch mal aus, dann wackelt sie mit der Packung, riecht und macht, wirkt fast. Also, wenn ich jetzt dafür Geld bekommen würde, wäre es logisch, dass ich das versuche, zu allen Leuten zu empfehlen, aber ich mache es umsonst. Also, es ist wirklich, ich empfehle es euch, aber riecht nicht dran. Und probiert's nicht kalt. Geht nicht. Ja. Das sind so die Sachen, die ich über den Jahreswechsel probiert habe, oder besser gesagt im Dezember. Und ja, ich dachte, ich teile das mal mit euch. Außerdem ist mir irgendwie noch nichts anderes eingefallen, was ich euch so erzählen könnte.
Mal sehen. Obwohl, ich habe da noch eine Geschichte. Mir ist nämlich gerade vor kurzem erst was passiert mit meinem Fuß. Das erzähle ich euch jetzt am Freitag. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so probiert habt Neues, was euren Horizont erweitert habt, was ihr toll fandet, was ihr nicht so toll fandet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.redemeinoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche und ciao, ciao und tüdelü. Ich bin dann raus und tschü.